wenn man mehrere Stürmer eines Typs dabei hat, dann wechselt man auch das System nicht. Aber wenn man jetzt mit Miroslav Klose anfängt und dann plötzlich merkt, oh, es funktioniert nicht und man nimmt ihn raus, dann wechselt man das System. Das heißt, der Gegner muss sich auch erst wieder neu drauf einstellen und macht uns somit unberechenbarer. Ja, Frank ist natürlich auch ein überragender Spieler, aber da erzählt im Prinzip das Gleiche wie für die deutsche Nationalmannschaft. Es sind noch, ich weiß nicht, ob er noch jemanden nachnominieren darf jetzt in der Zeit, aber es sind noch dann 22 andere da. Gut, Torleute abgezogen, aber die auch eine überragende Qualität haben. Da sollte auf dem Niveau ein Spieler nicht den Unterschied ausmachen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, Brasilien, glaube ich, Viertel- oder Halbfinale. Ich weiß nicht, ob es auch möglich ist im Finale. Ich würde es mir wünschen. Aber dazu einen Tipp abzugeben, wie gesagt, da kenne ich die Konstellation nicht, wer wie dann spielen müsste.